Wenn du als Soldat einen Schritt in die besetzten Gebiete tust, dann ist das, als ob du deine Moral in den Mixer wirfst. So die Worte eines israelischen Soldaten. Solche Kritik wird in den eigenen Reihen nicht gern gehört. Doch einige Armeeangehörige haben sich vorgenommen, das Schweigen zu brechen. Sie berichteten auch über die letzte Operation im Gazastreifen im Winter 2008. Mehr als 1400 Menschen kamen damals ums Leben. Gerd Anhalt fasst die Augenzeugenberichte zusammen. Ein zeitloser Einblick in die Mechanismen von Gewalt. Als sei die Zeit stehen geblieben. Als hätte einer die Uhr zurückgedreht. So sah es aus, als Israel Ende 2008 seine Truppen nach Gaza schickte, um die Raketen der Hamas zu stoppen und die geheimen Terrortunnel zu schließen. Das war vor 5,5 Jahren und unerträglich war damals wie heute das Leid der Unschuldigen. Das Sterben der Kinder, die Ohnmacht, die Zerstörung, die Todesangst. Und eines versicherte die israelische Regierung immer wieder. Israel tut alles, um mit chirurgischer Präzision nur Hamas-Anhänger zu treffen. Wir wollen nicht, dass unschuldige Zivilisten leiden. Doch manche, die dabei waren, haben es anders in Erinnerung. Unser Bataillonskommandeur hielt am Vorabend der Invasion eine Ansprache. Und ich höre diesen Satz bis heute in meinem Kopf. Er sagte, dass unser Vorstoß unverhältnismäßig sein würde. An diesem Punkt wusste jeder, was kommen würde. Nämlich, dass wir da mit überwältigender Feuerkraft hineingehen würden. Schweigen ist oberste Soldatenpflicht in einem Land, das umgeben ist von Todfeinden. Israel irrt nicht und fügt niemandem Unrecht zu, das ist die Staatsräson. Aber manchmal wollen Soldaten doch reden. Zum Beispiel über den Krieg in Gaza, die Operation Gegossenes Blei. Ich fühlte mich wie ein Junge in einem Spielberg-Film. So viele Truppen und dann ging's los. Ich war ein Teil einer überwältigenden Macht. Wir hatten den Befehl, die Gegend zu säubern. Das ist ein schreckliches Wort, aber so wurde es befohlen. Einer unserer Offiziere markierte mit einem Laserpointer die Straßenzüge, die wir angreifen sollten. Er sagte, jedes Haus bekommt eine Ladung. Und das war die Aufgabe der Panzereinheiten. Die Atmosphäre war aufgeheizt. So als sollten wir alle Hemmungen ablegen. Sie haben uns unter so viel Stress gesetzt, bis zum Anschlag. Sodass wir nicht mehr nachdachten, auf wen oder was wir schossen. In jeder Gefechtspause wurden die Treffer verglichen. Es war widerlich. Einer sagte zu mir, klasse, du hast gestern zwei erwischt. Und ich, wieso klasse, ist das etwa eine gute Sache? Die Operation Gegossenes Blei begann am 27.12.2008 mit Luftangriffen aus der Distanz. Die Bodentruppen, die Anfang Januar einrückten, erlebten den Krieg und das Leid hautnah. Wenn wir ein Haus beschossen hatten, dann kamen kurz darauf Familien heraus, die weiße Fahnen schwenkten. Und man fragte sich, wo waren die bis jetzt, während der Angriffe? Wo waren sie versteckt mit ihren Kindern und ihren Babys? Und gleichzeitig ist man wachsam und beobachtet sie mit dem Finger am Abzug. Wir sind da rein mit einer Riesenwelle und schossen auf alles, ohne zu wissen, was es war. Manche haben auf Moscheen geschossen. Einmal sollten wir auf eine Hühnerfarm schießen. Zur Abschreckung, sagten sie. Jede Stunde eine Legebatterie. Ein Mann verlor seine Lebensgrundlage, weil wir abschrecken wollten. Wen denn? Die Hühner? Ihre eigene Angst, den Adrenalinrausch, ihren Überschwang bewältigten die Soldaten mit Zynismus, mit Galgenhumor und aufgesetzten Heldenposen. Und manche schämten sich für ihre Offiziere, für einander oder für sich selbst. Wir bezogen ein Haus, das uns Kameraden überließen, und die hatten dort ziemlich gewütet. Im Badezimmer hatten sie überall hingekackt und die Wände waren mit Parolen beschmiert.
Auf den Familienfotos waren den Kindern zum Spaß Brillen und Bärte angemalt worden. Ich habe einen Mann durch mein Zielfernrohr beobachtet, 30 Sekunden lang. Ich dachte, wir tun eigentlich beide dasselbe, kämpfen für eine Sache, sind uns ziemlich ähnlich. Aber dann habe ich abgedrückt. Mein Befehl war ganz klar. Wenn ein Auto näher als 200 Meter kommt, dann wird geschossen. Aber niemand kann mir vorwerfen, ich hätte Kriegsverbrechen begangen. Ich bin mit mir im Reinen und fühle mich gut. Ich weiß, was ich und meine Kameraden getan haben. Das waren keine Kriegsverbrechen. Als wir gingen, habe ich der Familie an der Haustür einen Brief hinterlassen. Ich versuchte darin zu erklären, warum wir hier waren, nämlich um unsere eigenen Familien zu beschützen. Dass uns die Schäden leid tun und dass wir vielleicht doch irgendwann als Nachbarn in diesem Land zusammenleben können. Das war vor 5,5 Jahren. 3 Wochen Krieg. 1400 tote Palästinenser und 13 tote Israelis. Über 6000 zerstörte Häuser. 20.000 Soldaten, hunderte Panzer, tausende Raketen. Und ein Brief mit einer Entschuldigung und der leisen Hoffnung auf gute Nachbarschaft.